Julia, Julia, oh Julia. Sweet Julia. Null, geil. So, jetzt stellen wir den Rest noch ein und dann können wir loslegen. Es dauert morgens immer ein bisschen, dafür bitte ich um Entschuldigung. Aber es muss ja alles in Ordnung haben, ne? Morgen laut und obszön.
So, da habe ich heute Morgen um 8 eine SMS gekriegt, dass sie angeblich den Störer den Fehler behoben haben, wo der Fehler ja nie um 8 Uhr morgens auftritt. Also hier den mitten in der am frühen Morgen einfach als fertig abzuhaken, grenzt auch schon wieder an eine Unverschämtheit, weil ich mir schon fast sicher bin, dass um 11 der Fehler wieder auftritt. Aber ich lasse mich da gerne eines Besseren belehren und versuche nicht negativ zu denken. Vielleicht haben wir ja da Glück. Jetzt hole ich noch ein Käffchen und dann geht's weiter in Night City. Zumindest solange unser Internet mitmacht. Auf geht's. Sicher von der Schießerei an der Ausfahrt von Route 1 gehört. Erst nach über einer halben Stunde erschien eine Eingreiftruppe vor Ort. 700 Schüsse wurden in der Zeit abgefeuert oder mehr. Was war los? Wo befinden sich die Schützen jetzt? Nun, es steht außer Frage, dass das NCPD für die Sicherheit und Gefahrenabwehr für alle Bürger innerhalb der Stadtgrenzen verantwortlich ist. Doch, Route 1... Sarah, meine Süße, hören Sie schon auf.
gut. Das Doofe ist, dass ich echt... das ist echt kacke. Konstitution. Wahrscheinlich brauche ich bessere Klamotten. Was ist das Ding? Gesundheitsregeneration. Block, Block, Block interessiert nicht. Moin, Tosi. Legendär auf 18. Okay, dann schauen wir mal im Journal, nee, auf der Karte. Und in den Bezirk hier. Moin, Toasty. Der hat uns weggeklatscht. Den müssen wir erstmal außen vor lassen, leider. Machen wir das hier. Was geht, Tosi, was geht? Ich sag's dir ganz konkret. Ja. 67.
Na, du traust dich ja was. Ein Leben am Limit, Toasty. Oh nein, sie hat mich erwischt. Ich habe tatsächlich wenig Hauptmissionen gezockt, also genau andersrum. Wenn du nur Hauptmissionen zockst, bist du in knapp 20, 24, 25 Stunden durch. Also wenn du es schnell durch haben willst, spielst du einfach Hauptmission. Aber so spiele ich halt nicht. So spiele ich keine Videospiele, Toasty. Ich will es ja nicht zwei, dreimal durchspielen, weißt du? Also versuche ich alles in einem Rutsch. Alles in einem Wix wegzumachen. Dafür lieber langsamer, in Ruhe, alles angeguckt, alles angehört. Die NPCs angeguckt, die Gegend ein bisschen erforscht. Aber das jeder hat eine andere Spielweise. Ich kenne auch Leute, die haben es jetzt, fangen jetzt den dritten Durchlauf an. Genau. So wie ich es auch bei Assassin's Creed gemacht habe und wie ich es eigentlich immer mache. Also ich lasse mir da schon Zeit. Wie gesagt, jeder hat eine andere Spielweise. Ich persönlich mag es halt nicht, dann ein Spiel zwei, dreimal zu spielen, wieder neu anzufangen, dann dieselben Missionen wieder zu sehen und so weiter. Dann spiele ich lieber slow und mache das, gehe nach und nach alles ab. Der Kai zum Beispiel hat jetzt auch der Cobra Kai, die Karotte, hat die Hauptmission durch und macht jetzt die Nebenmission. Wie gesagt, das bleibt ja jedem überlassen, wie er durchspielt, um Gottes Willen, also. Normalerweise halte ich es nicht für die beste Taktik, Leute mit Gewalt zu zwingen. Ich schon. Aber manchmal bleibt einem keine andere Wahl. Genau. Du musst dich um einen Drecksack kümmern. Der Drecksack. Und eine fette Hämorrhoide in Night City's Arsch. Tu uns allen einen Gefallen und kümmer dich darum. Details kriegst du. Eine fette Hämorrhoide in Night City's Arsch. Okay, dann gucken wir mal. Ist ja gut, dass ich hier quasi das Hämorrhoidenmittel bin. Netter Ort. Leider nicht, fürchte ich. Alle unsere Einheiten sind momentan in Benutzung. Das siehst du nicht. Ey, hab ich dir was getan?
Muss töten, Tosi. Ich brauch Deckung! Nee, du brauchst einen Doktor. Du brauchst Deckung und einen Toaster. Ein Doktor, lol, ein Toaster, sag ich schon. Wollt ihr den totalen Lockdown? Wo war denn die Kiste? Ich kann da nichts. Wir können da nichts liegen lassen, Tosi. Bleib stehen, hallo. Ich komm doch in Frieden. Na, wo rennt er denn hin? Jo, Lockdown, Henry, was geht? Moin, Sohn des Henrik, alles frisch auf den Tisch. Wie geht's hier? Tag 1. Tag 1 des Lockdowns. Die Resistance ist erwacht. Es geht immer weiter. So sieht's nämlich mal aus. Das ist mein Sohn. Ich hatte doch eben irgendwo einen Tresor gesehen. Wo ist der denn hin? Tosi. Ja, und da hoffentlich brummt's Geschäft. Hilft dir dann deine Frau? Die muss doch bestimmt jetzt auch daheim bleiben, oder? Aber wo? Er geht mir auf den Sack. Ich weiß nicht, wie ich da hochkommen soll. So, die macht weiter. Ah, stimmt ja, genau. Systemrelevant, richtig. Hm.
Ey, wir reißen uns doch zusammen. Ich muss nur wissen, ob hoch oder runter und überhaupt da oben. Also muss hier irgendwo eine Treppe hochgeben, oder? Oder so. Das kannst du aber annehmen, dass ihr schwere Verluste habt. Das ist ein neuer Sheriff in der Stadt, hallo? Sag hallo zu meinem keuligen Freund. Ja, hallo, sorry, eine muss ja. Wer jammert denn da als rum, damit ich schon meine Keule schwingen kann? Das ist jetzt aber nicht dein Ernst, oder? Irgendwo musst du rausgehen. Da. Vega ist tot und sonst niemand. Das verbuche ich mal als positiv. Sonst niemand. Ich habe sie alle niedergeknüppelt. So, ja, echt Glück gehabt. Schön, dass du so friedlich vorgegangen bist. Geilo. Na gut, so sei es. Aua, ihr Penner. Hallo? Alles keinen Sinn. Neue Mission.
58.000. Bekomme ich denn irgendwie noch Sachen, dass ich billiger kaufen kann? Das wollte ich die ganze Zeit schon gucken. Wo könnte das sein? Intelligenz? Es macht so keinen Sinn. Denn es macht ja keinen Sinn. Upgrade. Nee, das heben wir auf. Erhalte mehr Komponenten. Das ist das, worauf ich hinaus will. Jetzt hatte ich ja gestern wieder Störung gehabt. Ich komme da gar nicht drüber weg. Und habe die echt aufs Bitterlichste gedisst auf Twitter und auf Facebook und per Anruf und überall. Und dann haben sie mir dann gesagt, dass das Ticket auf ist. Die Störung tritt, wie ihr ja mittlerweile mitbekommen habt, immer so gegen 11 auf. Heute Morgen um 8 kriege ich eine SMS, dass die Störung behoben wurde. Das ist doch schon wieder glatt gelogen. Also das halte ich für technisch unmöglich, dass um 8 Uhr da jemand rausgefahren ist und den Fehler gefunden hat. Die haben es einfach wieder zugemacht. Verwette ich meinen Arsch drauf. Könnte ich kotzen. Achtung, die Miez ist da. Hurra. Oh, ist schon wieder Mittwoch. Hallo Miete, dir auch einen schönen Mittwoch. Geilo. Okay, wie kommt ein Schemata, wie kommt ein Mod in die Waffen, wie geht denn das? Möppes, jawohl, Hendrik ist back on track. Wie geht denn das bitte? Wie kann denn ein Mod? Wie kann denn ein Mod in meinem Inventar da gelistet sein? Hallo? Jetzt ist er weg. Ich hatte doch diesen Dongle, wirst du dich erinnern, Henriksson, den ich mir letztes Jahr bestellt hatte. Hast du, glaube ich, gestern nicht mitgekriegt. Für den Moin, laut und obszen. Für das Dauerfeuer, weißt du? Diesen Kronos Max, wirst du dich daran erinnern können. Zu der Zeit warst du aktive, hattest mehr Zeit. Wäre ein super Kandidat für unsere Psychostudie. Wo ich so lange rumgekämpft habe, mir den zu bestellen. Ich schick dir die Infos. Habe ich tatsächlich geschafft vorgestern.
im Dunkeln, da ist so ein Micro-USB-Kabel dran und es gibt zwei Arten von Micro-USB-Kabel. Einmal das, womit man das Handy lädt, der ist ein bisschen flacher und dann einer, der ist ein bisschen, kleines Stückchen höher. Habe ich doch tatsächlich geschafft, im Dunkeln versucht, das falsche Kabel da reinzustecken und habe es dann geschafft, in der Buchse die 5 Pins, die sich mit dem Stecker connecten normalerweise, alle komplett rumzubiegen. Jetzt ist das Ding nutzlos geworden. 80 Euro gerade mal schön in den Sand gesetzt. Weil ich, der ging sowieso straff rein, also musste ich immer ein bisschen schieben. Und irgendwann habe ich gedacht, ey Alter, wieso kann er nicht sein, dass ich den scheiß Stecker nicht reinkriege? Brille gesucht, Licht angemacht, geil, falsches Kabel genommen. Jetzt habe ich mir gerade mal schön den Dongel gefetzt. Könnte ich echt flennen, ey. Jetzt habe ich mir gestern dann einen neuen bestellt. Ja, innen drin, sämtliche Pins sind verbogen, innen drin. Genau, innen drin alle Pole, das sind ja fünf so kleine Stifte, also die Pins, und die sind komplett verbogen. Nur ist das so ein mickriger Stecker, die kriege ich nie mehr gerade gebogen. Geil, oder? Der ist so mini, ich habe dann versucht mit dem Zahnstocher, genau. Wenn du innen drin so einen Typ C, wo eine, im Prinzip so eine kleine... Nee, es ist kein großer USB, Micro-USB, die ganz kleinen. Micro-USB. Ja, aber ihr dürft es nicht verwechseln, das sind die ganz, ganz kleinen. Absolut zum Kotzen. Jetzt habe ich die Pins so rumgebogen, jetzt kriege ich sie nicht mehr. Ich habe alles, ich komme mit einer Pinzette nicht mal rein, weil ein so ein Arm von der Pinzette hat ungefähr die Breite, ist sogar ein bisschen breiter wie das USB-Ding. Also es wird mir gar nichts nutzen. Ich bräuchte eine Mikro-Pinzette, damit ich überhaupt so einen Stift packen kann da innen drin. Das kannst du echt schmatzen, ey. Ich könnte kotzen. So habe ich mir dann gestern einen neuen bestellt. Zack, wieder 120 Euro ungeplant weg. Ja, das kommt dazu, die brechen dann noch ab. Wenn du Pech hast, brechen sie ab. Ich habe sie so da unten reingestaucht, weil ich echt versucht habe, den straff reinzusetzen. Könnt kotzen, ey. Da habe ich mich so geärgert darüber. Das gute Ding, der hat mir so gute Dienste, alles nur wegen Dauerfeuer. So ein Driss, sag ich dir, ey. Jetzt hatte ich über Amazon, die anderen hatten es mitgekriegt, gesucht gehabt. In Amazon ist er drin. Da warst du, glaube ich, gestern da, wo ich einen gefunden hatte. 150 Euro plus 50 Euro Versandkosten. Ja, der Dongle, das ist gepresstes Plastikgehäuse. Also da gibt es keine... das geht nicht, Henriksson. Das ist ein gepresst, das ist der Dongle ist ja nur 3-4 Zentimeter breit. Nee, es ist im Prinzip laut und obszön. Musst du dir vorstellen, ist so groß wie ein USB-Stick. Und das Gehäuse kannst du nicht aufmachen, Henriksson. Wenn ich den aufmache, dann breche ich ihn komplett weg. Habe ich schon geguckt. Das ist, also im Prinzip haben sie die zwei Hälften aufeinander gepresst. Also wenn ich den aufmache, dann ist das Außengehäuse für immer zerstört. Dann liegt die Platine blank. Dann müsste ich ihn höchstens mit Choroplast umwickeln und so weiter. Dann komme ich allerdings nicht mehr auf die Tasten dran. Ich habe gestern alle Szenarien schon durchgespielt. Das ist im Prinzip ein Dongle. Also ein Dongle ist wie ein USB-Stick und den konntest oder kannst du programmieren und kannst dem Turbo-Tasten bestimmte Bewegungsabläufe und so weiter reinprogrammieren. Jetzt habe ich den neuen bestellt. Bei Realmarkt habe ich ihn gesehen. 80 Euro billiger. Ich hole mir gerade mal den Link für den Nachfolger. Genau, das ist quasi, man soll ihn nicht reparieren können. Typ, weißt du, wie es ist, ne? Geil. Jetzt habe ich den gestern bestellt. Das ist der Nachfolger. Ich hatte ja eh die ganze Zeit spekuliert, mir den Nachfolger zu holen. Nur wollte ich nicht unbedingt die 80 Euro in den Sand setzen, ne? Jetzt habe ich mir den da bestellt. Das ist der offizielle Nachfolger und da hoffe ich, dass sie das ein bisschen besser gelöst haben mit den Kabeln. Oder ich lasse das Kabel direkt drin.
Ja, ich habe auch schon geguckt, nur ist bei dem Scheißding nicht ersichtlich, wo die Klammern sind, weißt du? Vielleicht finde ich den ja gerade, dann siehst du, wie er aussieht, warte mal. Der ist halt nicht mehr erhältlich, das ist das Ärgerliche. Hier der. Der da ist es. Und der Zen oben drüber ist die Nachfolgeversion davon. Oh, da ist er sogar jetzt wieder erhältlich. Geil. 79 Euro. 80 Euro, sag ich doch. Ärgerlich. Eigentlich sehr geil, das Ding. Das war die falsche Version. 2015er Version. Die andere Version, aber es ist im Prinzip der gleiche, nur gab es eine Nachfolgeversion von. Naja, sehr ärgerlich. Ja, dafür habe ich ihn nicht, weil ich spiele ja so gut wie keine Shooter und im Multiplayer schon mal gar nicht. Ich habe den halt, weil ich viele Spiele habe. Ich spiele ja 99% meiner Games sind Singleplayer-Spiele und da gibt es halt oft Sachen, wo du grinden musst, weißt du, ich habe jetzt zum Beispiel diesen Car Destructor, da muss ich permanent auf A rumballern oder wir hatten sogar so ein Klickerspiel, wo du es aufs Übelste den A-Knopf ballerst und da ist so ein Ding halt geil, da programmierst du Dauerfeuer auf A und dann hältst du den gedrückt und brauchst nicht da drum rummeschen wie ein Idiot. Genau dafür habe ich das halt. Und ich habe Spaß dran, sowas am PC dann zu programmieren, die Bewegungsabläufe und den Kram. Aber ja, ich weiß, dass er auch zum Cheaten genommen werden kann. Aber das scheidet jetzt für meinen Nutzungsbereich aus. Ja, und vor allen Dingen erspart es dann das Rheuma im Finger. Was ich meine, da kriegst du ja Fingergicht. Und ja, das kommt noch erschwerend dazu. Du machst halt dein Controller, gerade die Originalkontrolle sind ja nicht gerade das Gelbe vom Ei. Dadurch werden sie mit Sicherheit nicht besser. Schläfst du genug? Ich nicht. Ich habe nämlich Eddies zu verdienen. Also hör zu. Eine von meinen Leuten, Juliet, sollte mir ein paar wichtige Daten besorgen. Aber sie ist wie vom Erdboden verschwunden. Finde heraus, was passiert ist, okay? Und vergiss die Daten nicht. Oh, interessant. Ein Safe hinterm Gemälde? Irgendwie abgedroschen. Aber hey, wenigstens kann man als Söldner gleich noch was lernen. Frag mich eher, wie es auf dem Boden gelandet ist. Juliet war wohl in Eile. Ja, hier ist was Abgedrehtes passiert, wie... Wenn ich eins gelernt habe, dann, dass man seine Wertsachen am besten in einem Safe versteckt. Da ist ein Irgendwo muss ein Zugangssplitter sein.
Mietze, das Ding, was du da heute im Kalender hattest, ist ganz witzig. Das nehmen Webcam-Girls immer. Also die gibt's sogar quasi mit Anbindung für den PC. Den steckst du dir in die Mumu oder in den Popo, je nachdem, wo du es lieber hast. Und dann kannst du dann die Stärke vibrieren. Der müsste doch eigentlich... Hat der USB? Nee, oder? Nicht USB. Bluetooth. Was für ein Chaos. Und es stinkt. Sonst sieht's aber kaum aus wie eine Söldnerbude. Ich hatte dir im Übrigen auch eine Einladung geschickt, laut und obszön. Ich glaube, die hattest du aber nicht gesehen an dem Tag fürs Discord. Dann wüsstest du jetzt auch, von was wir reden. Oh, Scheiße. Da hat sich jemand ziemlich wehgetan. Spuren eines Kampfes? Könnte man so sagen. Mit Stream Deck? Echt geil. Das ist ja geil. Ja, aber ich glaube, das macht ja auch Sinn, weil die, du kannst ja da, wenn du bei diesen Webcam-Girls spendest du eine bestimmte Anzahl und dann stellt es dann die Stärke ein, wie stark das Ding vibriert, ne? Also, dann stell mal an, Mietz, und dann tun wir dir immer, wenn du dann bei Golf zum Beispiel, immer wenn du einlochst, kriegst du eine starke Vibration drauf gesendet. Oder für Donos. Das wäre was für die Sandy. Sandy hat mir heute Morgen geschrieben, guten Morgen, dass sie sich, die Sandy hat jetzt auch das Geschenk gewünscht. Sie wünscht sich einen Laptop. Ich sehe mich besser um. Beeindruckend. Wusste gar nicht, dass das Zeug noch auf dem Schwarzmarkt ist. Das sind alles Beruhigungsmittel. Beleuchtet richtig viel Kohle. Ziemlich viel für eine Person. Siehst du, der Laut und Obszön kann dir dann helfen. Da kennt sich aber jemand aus. Los, hack mal jemand den Laut und Obszön. Wir senden ihm mal eine ordentliche Ladung. Was ist da? Einfach nur Batterien rein? Einfach nur Batterien rein und das, also einfach nur ein Vibro für... Schon für Magdeburg. Ohne Strom, okay. Oh, schade. Keine Community-Action, genau. C, dann BD, dann 5, 5, 1C, BD, C,
1C. Vibro mit Bluetooth. Eine Sendestation für OBS und My Dirty Job. My Dirty Hobby. Genau. Kanalpunkte und dann vibriert das Ding los. Also Mieze. Zack, siehste. Dann hast du aber wahrscheinlich, das hätte mich auch gewundert, wenn das eine starke Version wäre, dann hast du die Anfängervariante. Da ist kein Vibrator drin, ist quasi nur die Kugel, die du da hast wahrscheinlich, ne? Also wenn das nächste Mal in der Party dann so, dann wissen wir, sie hat das Ding los. Kamera, Action. Man kann nicht immer Pech haben. Oh, okay. Guck mal, die Mieze hat sich schon geguckt, lol. Pixel-Chat sagt mir was, ja. War der nicht auf Mixer? Nee, ich spiele tatsächlich Brotherhood. Keine Nomadin. Pixelchat sagt mir was. Hatte der nicht was gemacht für Mixer damals? Das war doch auch der Typ auf Twitter, wo immer seinen neuen Streamings beworben hat. Der Fake, genau. Und jetzt sag bloß, dass es rausgekommen, dass er das war. Nee, oder? Nee, kann ich nicht glauben. Webseite meldet das Streaming, 5 Wochen Eingang, genau, steuert Licht, Kamera, genau. Ist alles miteinander verbunden. Erzähl, also was. Pixelchat, ich erinnere mich so dunkel an das Dingens, was er hatte. Inwieweit ist der involviert? Ja, genau, der hatte von nichts gewusst, sowas. Jetzt erzähl, inwieweit war der oder ist der involviert? Da hat man auch gar nichts mehr von gehört, von diesem Streamdienst in Anführungszeichen, ne? Ist auch komplett untergegangen oder einfach wahrscheinlich nur einfach von meinem Radar verschwunden. Pixel macht jetzt Glimmisch. Okay, was heißt macht jetzt? Er streamt da oder er unterstützt das oder ist da mit im Team oder was?
Ich weiß gar nicht, was dem seine Aufgabe, Berufung, Zweck, Sinn, keine Ahnung, was Pixelchat überhaupt gemacht hat. Overlays oder Icons oder was weiß ich was. Ich habe da nie, ich habe den in keinster Weise Kontakt gehabt. Also ich kann gar nicht beurteilen. Der bietet seinen Dienst für Glimmisch an. Und was ist sein Dienst genau? Overlays waren das, glaube ich, ne? Oder sowas. Overlay und Chat. Okay. Ein Chatbot, ne? Das gleiche mache ich ja mit Trovo und Touchportal. Bei gewissen Elixier passiert etwas im Stream in meinen. Ja, sowas hatte ich eigentlich auch mal vor, aber mittlerweile ist mir das, solange sie den Bot so unübersichtlich haben, habe ich aufgegeben, mich da so dahinter zu klemmen. Ich bin froh, dass er läuft, weißt du? Ich hatte das eigentlich auch vor, das alles ein bisschen größer zu machen. Pixelchat TV. The most advanced streamer tool system in the universe. Next Generation Tools. Goals. Ah ja, das war so. Ja, ich erinnere mich, genau. Und der bietet seinen Dienst dann für Glimmisch an, okay. Kannst dich anmelden über Glimmisch. Aber das war doch kostenpflichtig, das Ding, oder nicht? Ich will dir nicht unbedingt jetzt als Ab mal einen Zugriff auf meinen Account geben. Ja, aber ob das passieren wird, laut und obszön, wir haben hier schon sehr oft jetzt die Diskussion gehabt. Weil irgendwie tut sich da nichts, auch gerade jetzt im Blick auf die APIs, die deutsche Szene und hin und her. Da tut sich irgendwie gar nichts, ne? Ich habe ja noch nicht hingekriegt, wie ich auf Glimmisch den Kram zentriere. Ja, eben, die steigen alle, die ein bisschen bekannter waren oder was machen, die gehen alle auf Glimmisch. Trovo ist früher oder später unter den Teppich gekehrt. Hat jemand mal auf Glimmisch ein bisschen rumprobiert, wie man zentriert? Ja, eben, ich denke auch, die werden Trovo wird früher oder später sterben. Ist leider so. Wenn die Balkan-Mafias ausgeblutet hat, dann ist das Ding uninteressant. Wenn jemand... Nee, ist noch nicht aktiv, aber die Leute sichern sich alle schon ihre Accounts und so weiter. Wenn jemand mal Bock hat und bei sich rumprobiert, ich wüsste gern mal, wie man Bilder zentriert. Das kriege ich ums Verrecken nicht hin. Ich spiele alle ein, zwei Wochen mal drauf rum. Nee, auf Glimmisch. Auf der Glimmisch-Profilseite. Guck, da habe ich ja ein paar Knöpfe. Jetzt zum Beispiel das About, Channel Support, Kontakt. Das hatte ich versucht zu zentrieren, aber es gibt irgendwie
keine Funktion, das zu zentrieren. Ganz komisch. Das solltest du dir auch schon deinen Account sichern, laut und obszön. Nur so zur Info. So, schnell Kaffee holen, jetzt wo wir eh kurz unterbrochen haben. Nee, das ist eine andere, das ist eine andere Sprache. Das ist weder PHP noch HTML-Code, sondern das nennt sich, müsste ich jetzt gerade mal suchen, Moment. Das nennt sich anders, ich kannte das auch nicht. Und zwar ist das, Moment. Settings. Markdown. Und da funktioniert das aber nicht, was ich probiert habe, mit dem Zentrieren. Man kann es ja irgendwie tricksen. Das ist ganz komisch. Aber wie gesagt, Markdown kannte ich bis dato gar nicht. Musste ich mich auch erst ein bisschen reinarbeiten. Ich bin ja froh, dass es jetzt soweit schon läuft, einigermaßen aussieht. Aber trotzdem hätte ich ganz gerne das Zentrierding. Aber das geht irgendwie nicht. Ja, was mit dem Laxi ist, ihr Lieben, ich hoffe, da ist noch alles in Ordnung, weil er vorgestern Abend mit dem Cobra und den anderen Dingen spielen wollte, Rec Room, und dann war er weg. Und er war auch seitdem nicht mehr auf Xbox Live. Er ist zwar hier im Channel, aber das hat ja nichts zu sagen. Es kann ja sein, dass sein Kram noch offen war. Er ist ja auch, hat jetzt... Ist jetzt der zweite Tag 2, wo er gar nichts sagt. Gar nichts mehr gehört.
Er wollte an dem Abend wollte er mitspielen und hat dann aber nicht mitgespielt. Also hoffentlich ist alles in Ordnung beim alten Sack. Hallo Julchen. Ja, Sonntag ist aber ein paar Tage her. Sonntag war er noch da. Wie gesagt, vorgestern Abend wollte er mit Kai, Minato und so weiter Rec Room spielen. Und dann kam er zwar rein und hat dann aber nur rumgestanden und hat sich nicht bewegt. Und normalerweise sagt er wenigstens, auch wenn es nur mal einmal kurz ist, irgendein Wort. Er hat ja schon vor 2 Tagen gesagt, dass es ihm beschissen geht und er deswegen kaum noch was sagt im Channel. Aber ich will nicht Schlimmste befürchten, ne? Er sagt ja nicht, hier, ich sterbe jetzt. Wie will er das sagen? Oder das weiße Knall hat gesagt. Deswegen sage ich hoffe, es ist nicht passiert. Weil das würde danach dauern, bis wir Bescheid kriegen, ne? Weil er hat zwar gesagt, er hat es irgendwie hinterlegt, dass mir oder uns jemand Bescheid gibt. Ich habe ihm extra nochmal meine E-Mail und so weiter, meine Kontaktdaten gegeben, dass zumindest die Angehörigen dann oder irgendeine Pflegepersonal oder irgendjemand uns Bescheid gibt, weil man macht sich ja auch Gedanken und Sorgen, ne? Das ist halt leider das Unvermeidliche. Ich meine, er ist jetzt schon alt und er hat die Krankheit, also er weiß ja selbst, dass es jetzt bald soweit ist, sagt er ja als. Also es sollte ich jetzt, hört sich ein bisschen komisch an, so darüber zu reden, aber es ist halt so, wir werden ja alle mal alt. Alles gut, Julchen. Der Lachs hat schon ein paar Jährchen auf dem Buckel und hat Krebs im Endstadium. Ist jetzt in eine Pflegeeinrichtung gekommen vor ein paar Wochen und hat jetzt eine scheiß Nachricht gekriegt, weil die hatte schon den Fluch gebucht, dass seine Kinder sind halt in Neuseeland. Und er ist ganz allein, da hat niemand und hatte sich drauf gefreut, hat sogar schon den Flug gebucht, dass seine Kinder ihn besuchen können. Und jetzt kam halt Covid und der Lockdown dazwischen und seine, wie sagt man, nicht Lebenslust, ja doch, Lebenslust ist halt ziemlich erloschen dadurch jetzt, ne? Und jetzt haben sie die Behandlung
eingestellt. Ja, es war aber vor einer Woche noch kein Lockdown. Komplett, Tosi. Da hieß es, der Flugverkehr wird in Ausnahmegenehmigungen, können die Verwandten oder können sie raus. Und jetzt, dann hatte ich das dann, hat den Flug gebucht, das waren ein paar tausend Dollar pro Kopf. Und am nächsten Tag haben sie dann wieder einen kompletten Lockdown verhängt. Und das hat ihn natürlich extrem geknickt. Und seine Chemobehandlung wurde jetzt eingestellt dahingehend, dass sie nichts mehr hilft. Und wurde jetzt komplett eingestellt. Das Einzige, was sie jetzt noch kriegt, ist Morphium. Also sie haben ihn im Prinzip schon zum, mal knallhart gesagt, Sterben vorbereitet. Ne? Er kriegt jetzt nur noch Morphine und die Chemo als solches haben sie halt eingestellt. Er muss jeden Freitag, donnerstags zum Vorbereiten und freitags geht er halt dann in die Praxis, um da stundenlang am Tropf zu hängen. Also er hat ja im Moment jetzt, das war sein Strohhalm, an den er sich geklammert hat, dass er seine Kinder nochmal sehen konnte, seine Enkel und so, beziehungsweise die Tochter. Aber das, die dürfen halt nicht raus, ne? Das zum Stand der Dinge. Und wir wissen das halt, oder ich weiß das halt, und deswegen mache ich mir natürlich dann auch Gedanken, wenn er sich jetzt, wie in dem Fall, ein, zwei Tage nicht meldet, das ist dann, kann ja sein, dass das jetzt wirklich Worst-Case-Szenario eingetroffen ist. Deswegen kann ich jetzt nur hoffen, dass es nicht so ist. Wie gesagt, das ist unvermeidlich, es wird irgendwann sein. Aber man versucht es natürlich so weit wie es geht rauszuschieben, sich damit zu beschäftigen. Weiß ich, Julchen, das ist halt auch ein Thema, was jeder von sich wegstößt und nichts damit zu tun haben will. Aber Tod gehört nun mal zum Leben. Was soll ich sagen? Also nicht, dass ich da jetzt kalt rüberkomme oder irgendwas. Mir passt es auch nicht so, darüber zu reden. Aber was will ich denn machen? Ich mache mir halt Gedanken. Eben, ich sag ja, der Tod als solches ist ja unvermeidbar. Ja, das ist halt, in seinem Fall ist es halt wirklich
beschissener hätte es nicht laufen können, ne? Durch den verkackten Lockdown oder die Gesamtsituation. Also mir hätte es ja auch die Lebensgeister, das war das Wort, was ich gesucht habe, entzogen, mit Sicherheit. Schon. Dixon? Jasmine Dixon? Ja, Kindern sowas zu erklären, ist auch schon schwierig, ne? Das bin ich. Aber wer schickt dich? Also ich glaube schon, Folge, dass der alles Menschenmögliche getan hat und das wissen wir ja auch. Komm, ich hol dich hier raus. Wenn das so wäre, dann wäre die schon längst gekommen, weißt du? Ich weiß nicht. Das ist jetzt das dritte Mal, dass sie abgesagt haben. Hey, hey, hör mir zu. Alles wird gut, okay? Ich hol dich hier raus, kapiert? Ja, verstehe. Kann er das wiedergeben, was er uns gesagt hat? Können gehen. Das dachte ich ja auch, dass wenn jemand im Sterben liegt, dass die Verwandten dann nochmal hin können. Aber anscheinend geht's ja nicht. Wo ist denn jetzt die blöde Olle? So hatten wir das ja auch gedacht, dass zumindest dann... Wo ist denn jetzt die Alte hin?